Der Zionismus und die israelische Staatsideologie. Jährlich werden wir Zeugen der Provokationen und Verbrechen des israelischen Besatzerstaates gegenüber unseren palästinensischen Geschwistern. Jedes Mal ist es das Gleiche. Die Medien versuchen, die Kriegsverbrechen Israels als vermeintliche Selbstverteidigung zu rechtfertigen und beschreiben die asymmetrische Kriegsführung Israels gegenüber dem schutzlosen palästinensischen Volk als Konflikt, der eines Friedens bedarf, der auf Beidseitigkeit beruhe. Jeder Mensch mit einem Hauch von Gerechtigkeitssinn erkennt diese medialen Verzerrungs- und Manipulationsversuche. Doch hiermit ist es nicht getan. Mit aller Dreistigkeit werden die Opfer auch noch als Täter suggeriert und der heldenhafte Widerstand der palästinensischen Bevölkerung wird als Terror verunglimpft. Einzelne Taten werden aus dem Kontext gerissen und Kausalitäten bewusst verdreht, sodass ein Eindruck entsteht, die Palästinenser seien selbst schuld. Ein Blick in die Geschichte wird helfen, uns selbst vor diesen perfiden Mediennarrativen in Schutz zu nehmen und uns proaktiv für einen Diskurswandel in der Gesellschaft zum Thema Palästina einzusetzen. Vorreiter des Zionismus. Einer der ersten einflussreichen Juden, der die Idee des Zionismus predigte, war der in Sarajevo geborene Rabbi Judah Alkalai. Er plädierte dafür, dass eine Bedingung zur Erlösung des von Gott ausgewählten Volkes die Gründung jüdischer Kolonien im Heiligen Land sei. So sagte er in seinem 1843 veröffentlichten Buch Minchat Yehuda, die Offenbarung Judas, so steht es in der Tora geschrieben, kehre zurück, o Herr, zu den Zehntausenden der Familien Israels. Doch auf was soll die göttliche Gegenwart ruhen? Auf Stöcken und Steinen? Deshalb müssen wir als erste Stufe der Erlösung mindestens 22.000 unserer Seelen in das Heilige Land zurückkehren lassen. Alkalai verbrachte den Rest seines Lebens damit, seine Ideen ausgiebig zu verbreiten. Er ließ sich sogar in Palästina nieder, um anderen ein Beispiel zu sein. Er konnte jedoch nicht, wie erhofft, die breite Masse der Juden erreichen, was wohl auch daran lag, dass er ausschließlich auf Hebräisch predigte. Doch ein Nachfahre seines Schülers sollte später die zionistische Idee für immer revolutionieren. Einer seiner Jünger war nämlich Simon Löb Herzl, der Großvater Theodor Herzls. Wesentlich größeren Erfolg im Verbreiten dieser Ansichten hatte Zvi Hirsch Kalischer. Als Rabbi einer Gemeinde Polens erfreute er sich schnell einer großen Anhängerschaft. 1862 vollendete er sein mehrteiliges Werk mit dem letzten Band Drishat Zion, die Suche nach Zion. Hierin entwickelte Kalischer drei Kernthesen, die durch eine Reihe von Texten aus der Bibel und dem Talmud gestützt wurden. Diese lauteten, dass die Rettung der Juden auf natürlichem Wege, das heißt durch Selbsthilfe, erfolgen kann und nicht das Erscheinen des Messias erfordert, dass die Kolonisierung Palästinas unverzüglich in Angriff genommen werden muss und die Wiederbelebung der Sakrilegen im Heiligen Land zulässig sei. Worin sich jedoch Kalischer deutlich von seinen zionistischen Mitdenkern unterschied, war, dass er für das Erreichen dieser Ziele die politische Arbeit voraussetzte. So argumentierte er, dass die Gründung einer Gesellschaft reicher Juden notwendig sei, um das Heilige Land zu kolonisieren. Da außerdem eine Auseinandersetzung mit den arabischen Völkern unausweichlich sei, sollten alle jüngeren Juden ein Militärtraining absolvieren. Kalischer reiste quer durch Europa, um seine Ideen zu propagieren. Zusammen mit einigen einflussreichen Juden gründete er die Gesellschaft der Kolonisierung des Landes Israels, die erste zionistische Partei Europas. Diese nutzte ihren Einfluss und gründete 1870 die erste jüdische Landwirtschaftsschule nahe Jaffa mit dem Namen Mikveh Israel, Hoffnung Israels. In den 1930er Jahren diente diese als wichtiger Stützpunkt der zionistisch-paramilitärischen Untergrundorganisationen. Schon bald gründeten sich in den späten 1870er Jahren vor allem in Osteuropa mehrere zionistische Studienkreise, die als Chibbat Zion, Liebhaber Zions, bekannt wurden. Sie alle einte das gemeinsame Credo, dass es keine Erlösung für das jüdische Volk gebe, ehe sie einen Staat in Palästina gründen. Einen großen Aufschub erhielten die Chibbat Zion durch mehrere Pogrome in den frühen 1880er Jahren. 1882 erließ Alexander III. Die sogenannten Mai-Gesetze, welches Juden das Leben in Russland unmöglich machte. Zu Hunderttausenden wurden Juden in Slums verfrachtet, das Besuchen von Schulen und Universitäten wurde fast unmöglich gemacht und viele Akademiker verloren ihre Profession. Doch nicht nur in Russland, auch in anderen osteuropäischen Staaten und dem Habsburger Reich waren Juden starken Pogromen ausgesetzt. Konfrontiert mit dieser Realität mussten selbst die stärksten Befürworter einer Integrations- bzw. Assimilationspolitik einsehen, dass dieser Weg gescheitert ist. So sagt der Lev Lewanda, einer der Führer dieser Bewegung, die sich selbst als Haskala, hebräisch für mit Hilfe des Verstandes aufklären, bezeichnen, gegenüber dem russisch-jüdischen Journalisten Razviet: Wenn ich daran denke, was man uns angetan hat, wie man uns gelehrt hat, Russland und das russische Wort zu lieben, wie man uns gelehrt hat, die russische Sprache und alles Russische in unseren Häusern einzuführen und wie wir jetzt abgelehnt und gejagt werden. Geschockt von diesen Ereignissen versammelten sich 1884 alle Chibbat-Zion-Bewegungen zu einer internationalen Konferenz. Auf diese einigte man sich darauf,
die Finanzierung jüdischer Siedlungen in Palästina zu unterstützen. Ihr Präsident Leo Pinsker wurde beauftragt, für einen wachsenden Zustrom von jüdischen Migranten nach Palästina zu sorgen. Gründung der ersten Siedlungen. Anfang des 19. Jahrhunderts fanden sich in Palästina nur 5.000 bis 6.000 Juden wieder. Die Schwäche des osmanischen Kalifats zwang ihn im Jahr 1840 zu Abkommen mit europäischen Staaten, in denen sie von Teilen ihrer Souveränität zugunsten der Europäer abtreten mussten. So garantierten diese Abkommen dem im Kalifat lebenden europäischen Bürger den Schutz durch ihren eigenen Konsul. 1864 wurde dieses in einem von Großbritannien dem Kalifat aufgezwungenen Vertrag auf die Juden übertragen. Dies führte zu einem raschen Anstieg jüdischer Immigranten nach Palästina, sodass 1856 die Anzahl der in Palästina lebenden Juden auf 17.000 und 1881 sogar auf 25.000 anstieg. Zwischen 1882 und 1903 emigrierten weitere 25.000 Juden nach Palästina, der größten einzelnen jüdischen Einwanderung seit der spanischen Inquisition. Viele der Eingewanderten waren überzeugte Zionisten und Mitglieder der Chibbat Zion oder der Bilu. Die Bilu waren eine von Israel Belkind im Januar 1882 gegründete Studentenvereinigung. Im Gegensatz zur Chibbat Zion, welches die Immigration nach Palästina organisierte, suchte die Bilu nach reichen Geschäftsleuten und Politikern, die dieses Vorhaben finanzieren. Es gelang ihnen, den deutschen Banker Moritz von Hirsch für den Zionismus zu gewinnen. Von Hirsch gründete die Palestine Jewish Colonization Association und finanzierte diese mit 10 Millionen Pfund. Ein weiterer reicher Finanzier, der für den Zionismus gewonnen werden konnte, war Baron Edmund James de Rothschild, der neben der Finanzierung der bestehenden Siedlungen selber weitere Siedlungen gründete. Die Internationalisierung des Zionismus. Theodor Herzl. Geboren 1860 in Budapest, führte Theodor Herzl anfangs sein jüdisches Leben nach dem Paradigma der Assimilierung. Dem Sohn einer reichen Bankiersfamilie wurde früh beigebracht, die habsburgische Staatsbürgerschaft zu achten und zu wahren. Dies äußerte sich vor allem in seiner säkular-religiösen Einstellung wieder. Herzl besuchte eine liberale Synagoge und seine Eltern waren darauf bedacht, ihm die österreichische Kultur und deutsche Sprache nahezubringen. Herzl selber vertrat lange Zeit die liberale Ansicht, dass religiöse und ethnische Vorurteile in einem aufgeklärten Zeitalter früher oder später von selbst verschwinden würden. Doch wie viele seiner Mitdenker musste auch er angesichts der Pogrome erkennen, dass die Integrations- bzw. Assimilierungspolitik den Juden nichts Gutes gebracht hatte. Vor allem die Dreyfus-Affäre hat Herzls Ansichten grundlegend geändert. 1894 wurde der französisch-jüdische Hauptmann Alfred Dreyfus angeklagt, für Deutschland spioniert zu haben. Herzl war als Korrespondent einer Tageszeitung beim Prozess anwesend. Die Angelegenheit war für alle Juden Westeuropas deshalb so brisant, da Dreyfus bewiesenermaßen unschuldig war. Herzl musste mit ansehen, wie Dreyfus in Ungnade fiel und mit Trommelwirbel aus dem Tor gejagt wurde. Herzl schrieb später, dass die Rufe des vor den Toren wartenden antisemitischen Mobs „Tod den Juden“ sein Moment der Erkenntnis waren. Zum ersten Mal in seinem Erwachsenenleben besuchte Herzl religiöse Gottesdienste und plante sogar einen Roman, welches die Wiedereroberung Palästinas vorsah. Am 24. Mai 1895 schickte er einen Brief an Moritz von Hirsch und 9 Tage später stellte er dem Eisenbahnbaron seine Ideen zur Kolonisierung Palästinas vor. Der Judenstaat. Einige Tage nach seinem Treffen mit von Hirsch begann Herzl damit, seine Ideen in einem Notizbuch zusammenzutragen. Ein frühes Kapitel des Buches sollte heißen „Ein Appell an die Rothschilds“. Herzl beabsichtigte es der Bankiersfamilie vorzutragen und es später in einem Buch umzuwandeln. Was daraus entstand, war sein berühmtes Werk „Der Judenstaat“. Bereits in seinem Vorwort lässt Herzl wissen, was er mit diesem Buch beabsichtigt. Die Idee, die ich in diesem Buch erarbeitet habe, ist uralt. Es ist die Wiederherstellung des jüdischen Staates. Die Welt braucht den Judenstaat, von daher wird er entstehen. Das erste Kapitel beginnt mit der Feststellung, dass Judenhass eine unstreitbare Tatsache sei. Gleichzeitig betont Herzl, dass die Judenfrage keine soziale oder religiöse, sondern eine politische Angelegenheit sei. So schreibt er: „Es ist eine nationale Frage und um es zu lösen, müssen wir es zu einer politischen Weltfrage heben, die in den Räten der zivilisierten Völker beantwortet wird." Der Judenstaat wurde 1896 auf Deutsch veröffentlicht und direkt auf Englisch und Französisch übersetzt. Herzls Ansichten über den Zionismus übertrafen alles Bekannte. Zum ersten Mal wurde der Zionismus von einem weitgereisten Journalisten, einem sich vorher mit Europa identifizierten politischen Aktivisten, artikuliert. Herzl erreichte europäische Leser, Professoren, Staatsmänner und andere Meinungs- und Entscheidungsträger. Herzl versuchte, als erster die Judenfrage durch aktive Zusammenarbeit der europäischen Mächte zu lösen. Von Beginn an projizierte er den Zionismus in die internationale Staatskunst. World Zionist Congress.
Herzls Popularität unter den zionistischen Organisationen stieg rasant. Aus nahezu allen Chibbat Zion-Organisationen strömten Telegramme und Briefe ein, die den neuen Moses aufforderten, die Führung zu übernehmen. Herzl kam der Bitte nach und lud alle wichtigen zionistischen Organisationen im August 1897 nach Basel ein. Mehr als 200 Delegierte von mehr als 15 Ländern antworteten seinem Ruf und gründeten mit ihm die zionistische Weltorganisation. Hier wurde das Ziel des Zionismus nochmals verkündet. Zionismus ist das Streben einer öffentlich anerkannten, rechtlich gesicherten Heimstätte der jüdischen Bevölkerung in Palästina. Der Kongress billigte die finanzielle Unterstützung jüdischer Siedler in Palästina, die Vereinigung aller Juden in zionistischen Parteien, die Stärkung des jüdischen Nationalbewusstseins und die Aufnahme diplomatischer Aktivitäten zur Sicherung der Unterstützung verschiedener Regierungen. Weiterhin gründete der Kongress als permanente zionistische Organisation die Jewish Agency. Wichtige spätere israelische Politiker waren Vorsitzende der Jewish Agency wie der erste Ministerpräsident David Ben-Gurion. Der Kongress gab der weltweiten zionistischen Propaganda einen starken Impuls. Hunderte von Vereinen wurden gegründet, um die alten Chibbat Zion in Verbindung mit der zionistischen Organisation zu ergänzen. Der Zionismus wurde nun zur führenden jüdischen Frage. Herzl selber schrieb über den Kongress: Wenn ich den Basler Kongress in einem einzigen Satz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, in Basel erschuf ich den Judenstaat. Herzls Treffen mit Kalif Abdul Hamid. Am 15. Juni 1896 reiste Theodor Herzl nach Istanbul, um eine Audienz bei dem Kalifen der Muslime, Sultan Abdul Hamid II. Zu halten. Wie bereits in seinem Buch Der Judenstaat beschrieben, plante Herzl im Gegenzug für Palästina die gesamte Flotte des Kalifats wieder aufzubauen und sämtliche Schulden zu übernehmen. Abdul Hamid weigerte sich, ihn zu treffen und ließ ihm mitteilen: Ich rate Dr. Herzl, keine weiteren Schritte in seinem Projekt zu unternehmen. Ich werde nicht eine Handvoll des Bodens dieses Landes verschenken. Es gehört nicht mir, sondern der gesamten islamischen Umma. Die islamische Umma hat den Dschihad um dieses Land geführt und es mit ihrem Blut getränkt. Die Juden sollen ihr Geld und ihre Millionen behalten. Wenn das islamische Kalifat eines Tages zerstört wird, können sie Palästina ohne einen Preis haben. Aber solange ich noch lebe, würde ich mir lieber ein Schwert in den Leib rammen, als zu sehen, wie Palästina abgetrennt wird und den islamischen Staat verlässt. Ich werde nicht anfangen, unseren Körper zu zerschneiden, während wir noch leben. Niedergeschlagen musste Herzl die Abreise antreten. Die britische Connection. 1902 ernannte das britische Parlament eine Kommission, um die Bedrohung der sogenannten Billigarbeiter zu studieren, die durch den Zuzug russischer Juden entstand. Leopold Greenberg, ein bekennender britischer Zionist, sah die Chance, Herzl der Kommission vorsprechen zu lassen. Herzl erschien am 7. Juli vor dem parlamentarischen Organ und schlug den Briten vor: Wenn die Juden in Großbritannien nicht erwünscht sind, so sollen die Briten ihnen eine Heimat finden, welche als Judenstaat anerkannt ist. Herzl konnte die Unterstützung Lord Nathan Rothschilds für sich gewinnen, welcher selbst ein Mitglied der Kommission war. Rothschild stellte Herzls Rede dem britischen Kolonialminister Joseph Chamberlain vor. Chamberlain traf sich mit Herzl und sagte ihm, wenn Herzl ihm einen Fleck unter den britischen Kolonien zeige, der noch nicht von weißen Siedlern bewohnt sei, dann könne man verhandeln. Chamberlain schlug ihn daraufhin Britisch-Ägypten als Heimstätte vor, was Herzl mit den Worten »Nein, wir gehen nicht nach Ägypten, wir waren schon dort« ablehnte. Daraufhin schlug der Kolonialminister Britisch-Uganda vor, was vom zionistischen Weltkongress verhemmend abgelehnt wurde. Unter anderem Chaim Weizmann, der spätere erste israelische Präsident, machte auf dem Kongress klar, dass außer Palästina kein anderes Land in Frage kommt. Die Briten waren jedoch noch nicht bereit, dem zionistischen Kongress Versprechungen bezüglich Palästina zu machen, da man die Reaktion des osmanischen Kalifats zu sehr fürchtete. Herzl ließ sich davon nicht beirren. Seinem langjährigen Gefährten Max Bodenheimer sagte er noch kurz vor seinem Tod: Du wirst sehen, die Zeit wird kommen, in der England alles in seiner Macht Stehende tun wird, um uns Palästina für die Gründung eines Judenstaates zu überlassen. Herzl starb am 3. Juli 1904. Er selber hat die Gründung des zionistischen Staates durch die Briten nicht miterlebt. Doch mit seinen Taten hat er definitiv die Grundlagen hierfür gelegt. Die Juden haben nach vielen schmerzhaften Jahrhunderten erkannt, dass die Integration bzw. Assimilierung in europäischen Gesellschaften ihnen nie ihr erhofftes Ansehen gebracht hat. Sie haben erkannt, dass einzig und allein eine politische Lösung den Ausweg aus ihrer prekären Lage darstellen kann. Der Zionismus ist eine theologische Ideologie mit einem totalen Herrschaftsanspruch über Palästina und sogar darüber hinaus. Durch politische Organisationen und Parteienarbeit konnten die Zionisten ihre Kräfte bündeln und gezielt machtvolle Persönlichkeiten und Nationen für ihre Idee gewinnen. Im zweiten Teil dieser Reihe widmen wir uns der düsteren Rolle Großbritanniens. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst.